Herzlich willkommen zur neuen Folge Let's Play Uncharted 4. Wir gehen jetzt mal hier rein. Oh, scusi. Sie dürften gar nicht hier sein. Oh, Sie aber auch nicht. Ich sag Ihnen was. Ich sag's keinem, wenn Sie's keinem sagen. Sie haben etwas, das ich will. Und Sie werden es mir geben. Wirklich? Tja, das schmeichelt mir. Aber ich bin leider vergeben. Sehen Sie, wenn Sie mich jetzt entschuldigen... Ja! Ich bin nicht in Stimmung für Spielchen. Geben Sie mir das Kruzifix. Lady, Ihr Glück, dass ich ein Gentleman bin. Sonst würde ich... Ah! Was denn? Okay, gut. Aber wissen Sie, ich will das nicht tun. Na, dann zeigen Sie mal. Okay, jetzt geht's aber hier los. Komm, Nadine. Hier, ein bisschen Prügel hier. Oh. Netter Versuch. Die hat's aber ganz schön drauf. Oh, nein, nein, nein. So, jetzt aber... Nein. Boah, das ist gar nicht so leicht. Oh, nein, 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 nein. Komm her. Und jetzt her mit dem Artefakt. Ich nehme... etwas konkreter. Wissen Sie, dass alle Artefakte hier gestohlen sind? Die gehören in ein Museum. Ich verliere langsam die Geduld. Wow. So, jetzt geht's hier weiter. Wie wär's mit Unentschieden? Nathan gibt hier nicht auf. Boah, die ist ziemlich gut. Haben Sie genug? Oder spielen Sie lieber weiter den Klugscheißer? Lieber den Klugscheißer bleiben? Ja, wissen Sie, die Klugscheißer-Nummer hat mich weit gebracht. Warum aufhören? Halt, halt! Gut! In meiner Gesäßtasche. Wo ist das? So, jetzt aber. War ein Trick. Wow. Wow. Oh, nein, 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 nein. Boah. Gott sei Dank sind wir jetzt noch nicht runtergefallen. Ich bin am Wagen. Wo zum Teufel steckt hier? Ich habe deine Freundin Nadine Ross kennengelernt. Sie ist entzückend. Also, hier draußen herrscht totales Chaos. Sie versuchen es einzudämmen. Aber alle drehen durch. Ich will ja nicht drängeln, aber beeilt euch, verdammt. Nathan, wo steckst du? Gute Frage. Und du? Am Ballsaal. Such nach diesem runden Schild. Es liegt auf dem Weg. Rundes Schild, okay. Die gute Nachricht. Ich hab ne Knarre. Bis gleich. Da ist ja das runde Schild. Boah! Das war jetzt aber knapp. Aber bitte nicht ganz runterbrechen. So, jetzt aber viel Schwung. Und da ist das runde Schild. Boah! Oh oh. Noch mehr Gegner. Und darum Sam. Oh, da sieht's denn aus? Scheiße. Nathan! Fang! Halt, was? Boah, es war aber knapp. Ich hab sie. Und danke für die Waffe. Jetzt geht's hier aber rund. Kommt her. Jetzt habe ich auch eine Waffe. So, jetzt haben wir den Hammer. Und jetzt den hier. Zeigst du dich? Sehr gut. Alles klar? Ja, ich häng nur so rum. Von hier aus komme ich nicht zu dir. Kommst du runter? Ja, glaub schon. Okay, wir treffen uns in der Einfahrt. Geh einfach Richtung Ballsaal. Okay, bis gleich. Okay, das mache ich. Wir müssen unbedingt jetzt hier abhauen. Das wird hier viel zu wild hier. Eine Idee? Der schnellste Weg führt durch den Ballsaal. Du hast gesagt, der ist abgeriegelt. Ja, aber jetzt, wo sie von euch wissen, haben sie ihn geräumt. Dann auf zum Ballsaal. Verstanden, Nathan? Ja, verstanden. So, jetzt aber. Und weg mit dir. Der hat noch seine Munition liegen gelassen. Nehme ich jetzt mal mit. Oh. So, jetzt aber. Du bist der Nächste. Und tschüss. Munition ist jetzt also voll. Da kommen noch mehr Gegner. Und tschüss! Weg mit dir! Und er hat's nicht mal bemerkt? Dem haben wir jetzt auch noch platt. So, ich hoffe, dass jetzt alle Gegner waren.
Dann gehen wir mal jetzt hier weiter. Und jetzt hier rein. Ist hier jemand? Boah, was ist jetzt hier los? Da fährt ein Auto. Boah, nein, 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 nein. Komm her! Und weg mit dir! Nein, die Waffe will ich jetzt nicht nehmen. Und hier ist der Nächste! Und hinter mir auch noch. Boah. Ich meine natürlich vor mir. So, jetzt aber weg mit dir. So viele Gegner stehen hier rum. Und schauen einfach nur durch die Gegend. Sieht hier sehr schön aus. Wir kommen jetzt hier weiter. Darunter möchte ich jetzt nicht springen. Ah, jetzt habe ich's. So. Jetzt aber. Boah. Hoffentlich bin ich auch hier jetzt richtig. Fast beim Ball sein. Aber es sieht gut aus. Okay, ich komme gleich. So, jetzt kann ich dann hier hoch. Natürlich, noch mehr Gegner. Ich verstecke mich mal im Gras. Es ist jetzt der einzigste. Ne, da kommt noch einer. Ich will natürlich nicht auffallen. Es kann sein, dass oben auch noch einer ist. Oh nein, 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 nein. Ich hätte beinahe meinen Fehler gemacht, aber ich versuch's jetzt mal. So, jetzt aber. Nein. Boah. So, jetzt aber, komm her. Oh, tschüss. Runter mit dir. So, jetzt aber. Nimm ich mal die Waffe. Die ist, glaub ich, sogar besser. Nein. Hä, kommst du jetzt her? So, jetzt aber. Und tschüss. Oh, nein, nein, nein. Yeah, Headshot. Ja, da war doch gerade noch einer da. Ich hab's gewusst, da oben. Ich komme doch. Ah, nein, nein, nein. Nein. Was? So, jetzt aber. Boah. Nein. Das kannst du vergessen. Jetzt habe ich ihn aber. Boah. Bisschen Munition noch einsammeln. Und da können wir jetzt hier runter. Das will ich ja nicht. Wir wollen ja zum Bazar. Und hier geht's jetzt weiter. Sehr gut, dann gehen wir mal jetzt auch mal hier runter. Los geht's. Oh, nein, 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 nein. Oh. Ich bin schon da. Oh Mann. Nathan. Hey, wie geht's? Da komme ich hier reingeschossen. Ich glaube, ich habe genug von dieser Aktion. Oh ja. Ich auch. Ja. Ich auf jeden Fall. Zu viele Gegner. Okay, ich bin nicht so schnell. Diese wollen hier weg. Die Einfahrt ist komplett dicht. Scheiße, und was jetzt? Komm zum Brunnen vor dem Ballsaal. Ich warte dort. Okay. Okay, los. So, jetzt aber. Hier ein bisschen Deckung. Da drin ist ja noch einer. Schade, dass ich keine Granate habe. Die wäre jetzt ganz gut. Fast. Hier noch. Yeah. So ein bisschen ausruhen. Oh. Genau da raus. Natürlich. Oh. Nein. Boah. Das war jetzt aber knapp. Lass mal nachladen. Sehr gut. Hier sind keine Gegner mehr, oder? Kann ich hier weiter? Ne, hier kann ich nicht weiter. Es kann ja sein, dass ich dann oben rankomme oder so. Hier ist sogar eine bessere Waffe. So, jetzt aber. Jetzt könnt ihr draufziehen. Ich schaffe euch alle. Dort hinten noch. Yeah. Ich glaube, das waren jetzt alle. Oder ja, gesagt, fast alle. Oh, Headshot. Du bist der Letzte. Huch, der hat sich durchgebackt irgendwie.
Adios, rennt die Zeit weg! Halt durch, Junge, ich bin fast da! Was, jetzt aber? Wie viele Gegner sind hier noch? Ist ja übertrieben! Wo denn, wo denn? Ist er jetzt tot? Ja, der ist tot. Wenn du keinen Leichenwagen fährst, beeil dich besser! Sally, beeil dich doch! Hier bin ich! Da ist noch einer. Yeah! Huch, die Granate bringt dir nichts. Die kannst du behalten. Da oben. Ich glaube, dann nehme ich die Zweitwaffe. Ah, nein. Ah. Ah, Mist. Ah, so treffe ich nicht. Hier ist noch einer. Ah, den kriege ich ja kaum. Mist, hab kaum mehr Munition. Der da oben nervt. Hier ist auch noch einer. Ich geh mal ein bisschen näher. Sally, wo bleibst du denn? Und da ist er ja. Ich komme ja. Die Rettung. Los, los. Okay. Hoffentlich komme ich dafür nicht in die Hölle. Mist. Was? Ist nichts drin. Was? Oh, du bist so ein Arschloch. Er ist dein Bruder. Okay, das Piratensymbol. Sehr gutes Zeichen. Das sind Averys Insignien. Was ist das? Ah. Odia mecum eris in paradiso. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das hat Jesus zu Dismas am Kreuz gesagt. Genau. Aber was sind das für Zahlen? Wofür haltet ihr die? Eine Art Code. Oder eine Telefonnummer. Kommt schon. Das sind Daten. Hm? Hier. 1659. In dem Jahr wurde Avery geboren. 1699. Lass mich raten. Sein Todesjahr. Den meisten Berichten nach ja, aber wir haben also ein Geburtsdatum, ein Todesdatum und das Paradies. Das heißt, wir suchen nach Averys Grab. In der Kathedrale des heiligen Dismas. Nun langsam. Dort hat Rafe doch schon ewig lange rumgesucht, oder? Ja, die Kathedrale. Seht ihr die Symbole? Ja. Die findet man auf alten schottischen Grabsteinen. Okay, jetzt seht her. Der Grundriss des Orts ist sehr ungewöhnlich. Hier ist die Kathedrale, aber der Friedhof ist ganz hier drüben. Rafe hat sich die falsche Stelle vorgenommen. Genau. Leute, wir müssen nach Schottland. Okay, okay, halt. Moment mal. Euch ist doch klar, dass Rafe weiß, dass ihr kommt. Ja, darum kümmern wir uns, wenn wir da sind. Dieser Psycho wartet doch nur darauf, dass ihr auftaucht. Und er hat Nadine und ihre gesamte Armee hinter sich. Ja, aber das hier hat er nicht. Der größte Piratenschatz aller Zeiten ist zum Greifen nah. Ich dachte, es ging darum, Sam zu retten. Wollen wir. Aber komm schon, wir wollen doch beides, stimmt's? Wir brauchen den Schatz, damit wir Sam retten können. Wie findet Elena das alles eigentlich? Ach, Herrje, Junge. Das ist nicht so einfach. Nach allem, was ihr zwei durchgemacht habt. Sie würde es nicht verstehen. Du traust ihr einfach nicht genug zu. Ich kann das Risiko nicht eingehen. Nathan hat recht. Die Dinge liegen jetzt anders. Rafe ist involviert und ich krieg das allein hin, ehrlich. Mhm, super. Tja, danke für den Rat, ihr zwei Experten. Entschuldigt mich. Hey, ich bin's, ja. Was geht dir durch den Kopf, mein Lieber? Hör zu, mir ist klar, dass es nicht leicht war. Die ganzen Jahre. Tut mir leid, was dir zugestoßen ist. Aber das ist nicht seine Schuld. Das habe ich auch nie gesagt. Er hat lange gebraucht, um da rauszukommen.
Ich zwinge ihn nicht dazu. Er wollte es. Er ist für dieses Leben geschaffen. Glaubst du das wirklich? Warum bist du hier, Victor? Weil irgendjemand auf ihn aufpassen muss. Nein, wir sehen uns dann in ein paar Wochen. Ja, mach ich. Okay, ich liebe dich auch. Bis dann. Ja, ich habe ihr gesagt, dass der Job ein bisschen länger dauert als erwartet, was ja auch stimmt. Okay? Na komm, was meinst du? Sam braucht immer noch unsere Hilfe. Naja, ich habe gehört, das Wetter soll in Schottland um diese Jahreszeit ganz toll sein. Tja, Ray will's wirklich wissen, ne? Die konzentrieren sich nur auf die Kathedrale, das ist gut. Denn so sind wir auf dem Friedhof ganz ungestört. Sully. Ja? Hey, pass auf, wir können loslegen. Okay, Kleiner. Waldmanns Heil. Letzte Chance mitzukommen. Ach, naja. Wenn du keinen Aufzug für mich hast, passe ich lieber. Okay, dann bis später. Hey, Nate. Ja? Also, bring mir was Schönes Glänzendes mit, ja? Das habe ich vor. Gut. Dann besuchen wir mal Captain Avery, ja? Kapitel 8. Das Grab von Henry Avery. Kathedrale. Kein Ort für den Schatz, oder? Irgendwie nicht. Als Avery hier angekommen ist, war der Ort bereits verlassen. Das stimmt wohl. Bei dem hohen Kopfgeld auf ihn hat er sich hier versteckt. Und die Reise geht hier weiter? Was war zwischen Raven? In Schottland? Ich kam nicht mit ihm klar. Er hatte bestimmt auch genug von mir. Ich musste deinen Tod verarbeiten und er war frustriert, dass er den Schatz nicht fand. Naja, als ich fort bin, hätte er mich wohl am liebsten umgelegt. Lass mal hier runter! Uah. Ganz schön bröcklich hier. Überleg mal, was er dir jetzt antun will. Ja, lieber nicht. Oh, festhalten. So, jetzt aber. Ein bisschen schmutzig, aber es geht.